Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Simba seine eigene Garde der Löwen gehabt hätte? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride auf Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und wenn auch du einen Videovorschlag hast, schreib ihn mir gerne in die Kommentare. Die Garde der Löwen besteht aus dem schnellsten, dem scharfäugigsten, dem stärksten, dem gefürchtetsten und dem mutigsten. Angeführt wird sie von jenem Löwen, der im Besitz des Gebrülls ist. In der Serie Die Garde der Löwen ist es Kion und nach ihm Vitani, die diese Garde leiten. Und vor Kion war es unser Lieblingsbösewicht Scar. Aber was passierte eigentlich dazwischen? Wir wissen ja durch die Serie, dass Scar sein Gebrüll verloren hat, nachdem er es gegen seine eigene Garde eingesetzt hatte. Aber was passierte eigentlich danach? Naja, zwischen Scar und Kion gab es keine Garde mehr. Aber was wäre eigentlich passiert, wenn Simba das Gebrüll bekommen hätte? Für diese Theorie gehen wir davon aus, dass seine ganzen Kindheitsfreunde, die wir aus den Comics und den Büchern kennen, auch existieren. Im Fall von Kion und Scar war es immer der Zweitgeborene, der das Gebrüll erhalten hatte. Das klammern wir für diese Theorie einfach mal aus und gehen davon aus, dass Simba es trotzdem bekommen würde, auch wenn er Thronfolger ist. Aber kommen wir nun zu seiner Garde. Die Besetzung sowie die Theorie sind Vorschläge von der Zuschauerin Yua. Laut ihr wäre Toyo der Scharfäugigste aufgrund seiner ganzen Vogelfreunde, die ihn sicher unterstützen würden. Kula wäre die Stärkste aufgrund ihres Namens, der übersetzt Hunger bedeutet. Kumvi wäre der Mutigste und Tama die Schnellste. Und der Gefürchtetste wäre hier natürlich Simba. Ich persönlich stimme mit ihr darin so ziemlich überein. Ich würde Nala beispielsweise auch nicht in die Garde tun, weil sie für mich da einfach nicht wirklich reinpassen würde. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eurer Meinung nach Simbas Garde aussehen würde. Kommen wir nun zur Frage, wie würde Simba bemerken, dass er das Gebrüll besitzt? Im Film Die Garde der Löwen, das Gebrüll ist zurück, sehen wir, dass Kion sein Gebrüll erst dann entdeckt, als sein bester Freund Banga in Gefahr schwebt. In König der Löwen würde es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten geben, wann Simba zu seinem Gebrüll finden würde. Der erste passende Moment wäre für mich da, wo Simba und Nala am Elefantenfriedhof von den Hyänen in die Enge getrieben wurden. Und die zweite Möglichkeit wäre natürlich in der Schlucht. Allerdings stellt sich hier natürlich die Frage, ob er das Gebrüll hier gegen die Gnus verwenden würde direkt am Anfang oder erst dann, als Mufasa in den Tod stürzt. Ich persönlich würde hier eher auf Zweiteres tippen. Ihr könnt mir auch hier wieder in die Kommentare schreiben, wann ihr glaubt, dass Simba sein Gebrüll entdecken würde. Für unsere Story hier ist es egal, wann er das Gebrüll entdecken würde. Er würde auf jeden Fall verhindern, dass Mufasa in der Schlucht stirbt. Und hier gibt es natürlich wieder zwei Möglichkeiten, wie das Ganze jetzt weiterlaufen kann. Simba könnte es genau noch da verhindern, wo Mufasa nicht weiß, dass Scar für das Ganze verantwortlich ist und Scar nochmal davonkommen würde. Hier würde es so weiterlaufen, dass Mufasa seinen Sohn beauftragen würde, damit eine Garde zusammenzustellen. Wie vorher schon besprochen, würde er für die Garde Kula, Tama, Kumvi und Toyo auswählen. Und ähnlich wie in die Garde der Löwen würden sie hier versuchen, die Ordnung zu wahren. Allerdings kann ich mir hier vorstellen, dass Mufasa nicht unbedingt wollen würde, dass Simba und die Garde der Löwen gegen Hyänen kämpfen. Ich persönlich glaube also, dass Simba und seine Freunde sich um die kleineren Probleme im geweihten Land kümmern, während Mufasa und die Löwinnen sich um die größeren Probleme wie beispielsweise die Hyänen kümmern würden. Für Scar wäre das Ganze hier ein ziemliches Problem. Und er hätte in dieser Theorie nur zwei Möglichkeiten. Entweder versucht es Simba dazu zu bringen, das Gebrüll entweder gegen seine Garde oder gegen Mufasa zu verwenden, oder er tötet Simba einfach. Und ist das Problem somit los. Die Sache ist halt die, und das fand ich an die Garde der Löwen auch schon extrem schrecklich. Scar, wie auch Sira, sind eigentlich sehr schlaue Charaktere. Und sie müssten eigentlich wissen, dass weder Simba noch Kion das Gebrüll in irgendeiner Weise gegen ihre Freunde oder gegen ihren jeweiligen Vater verwenden würden. Das wäre einfach nur komplett weird. Versucht euch einfach mal in diese Lage zu versetzen. Euer Onkel versucht euch gerade zu sagen, dass ihr eure Fähigkeit gegen euren Vater einsetzen sollt, der euch nie etwas getan hat und der euch liebt. Weder Scar noch Sira sind eigentlich so dumm, um so etwas zu versuchen. By the way, warum ich jetzt Sira in diesem Kontext erwähnt habe, ist einfach, da sie in der Serie versucht, Kion davon zu überzeugen, das Gebrüll gegen Simba zu verwenden. Und das war einer der vielen unlogischen Momente, die mir die Serie ein bisschen kaputt machen. Also können wir jetzt in diese Theorie auf jeden Fall ausschließen, dass Scar überhaupt versuchen würde, daran zu denken, Simba davon zu überzeugen, Mufasa zu töten. Also bleibt Scar eigentlich nur noch eine Möglichkeit, Simba zu töten. Und auch das ist nicht so schwer, wie es in die Garde der Löwen oft dargestellt wird. Denn natürlich sind Simba und seine Freunde ziemlich stark, vor allem mit dem Gebrüll. Aber was viele hier vergessen, ist, dass Simba als auch Kion Kinder sind.
Es würde hier beispielsweise schon genügen, wenn Scar Simba heimlich auf einen Spaziergang mitnimmt und ihn dort irgendwo abmurkst. Das Ganze schiebt er dann den Hyänen in die Schuld und fertig. Simba kann nämlich auch nicht so schnell reagieren, dass er irgendwie das Gebrüll gegen Scar verwenden könnte. Wenn Scar einmal ausholt mit seinen Krallen und zuschlägt, ist Simba weg. Dementsprechend würde ich in unserer ersten Möglichkeit davon ausgehen, dass Scar Simba töten würde und den Hyänen die Schuld dran geben würde. Dementsprechend wäre Simbas Garde hier zerschlagen und Scar müsste sich eigentlich wieder nur um Mufasa kümmern. Aber was wäre mit unserer zweiten Möglichkeit? Was wäre, wenn Simba Mufasa erst dann rettet, als Scar Mufasa schon runtergeworfen hatte? Denn dann würde Mufasa wissen, dass Scar versucht hat, ihn zu töten. Und hier weiß ich persönlich nicht ganz, wie Mufasa jetzt weiter reagieren würde. Ich könnte mir auf der einen Seite vorstellen, dass er Scar verbannt, auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass er Scar töten würde. Immerhin hat er versucht, seinen Sohn und ihn selbst umzubringen. Was glaubt ihr? Würde er ihn verbannen oder würde er ihn töten? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!